Menschen, Geschichten, Veränderung. Die Wörgl.fm Sozialgespräche. Heute bei uns zu Gast bei den Wörgler Sozialgesprächen ist die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Wörgl, Grazia Pichler. Servus, Grazia. Hallo, Lilli. So, Grazia, das musst du mir jetzt erklären. Ich kenne eine Grazia Patrizia, die Grace Kelly. Bist du nach der benannt? Ja, nicht ganz. Nicht ganz? Es ist natürlich ein schöner Vergleich mit der Fürstin von Monaco verglichen zu werden. Vielen Dank. Aber wie sind deine Eltern auf den Namen gekommen? Ja, meine Mutter, die war Au-pair in Italien und ihre damalige Chefin hat so geheißen. Und die war so die hat sie gern mögen. Eine liebevolle Person, genau, die hat sie so gern gemacht, deshalb hat sie mich danach benannt. Ist ein ungewöhnlicher Name für diese Gegend, gell? Ja, sehr. Ich muss aber dazu sagen, dass mein Opa Italiener gewesen ist, von dem her ist es auch wieder sehr passend. Dann geht's auch wieder. Grazia. Wahrscheinlich sagen viele Grazia oder wie sagst du zu dir selber? Grazia oder? Einfach Grazia, genau. Ja, das aber passt da so. Genau. Okay. Hallo Grazia. Hallo Lilli. Du sagst, Ehrenamtskoordination der Stadt Wörgl ist da lieber als wie Ehrenamtskoordinatorin. Warum denn? Ja, es ist diese öffentliche Stelle der Ehrenamtskoordination der Stadtgemeinde Wörgl, die eben 2012 geschaffen worden ist. Und ich habe es lieber nicht als Ehrenamtskoordinatorin zu bezeichnen zu werden, weil das hat schon wieder so etwas Hierarchisches und wir pflegen ein sehr großes Miteinander. Mhm. Wir arbeiten alle für den guten Zweck, für die gute Sache im Ehrenamt und von dem her will ich da die Hierarchien sehr flach halten. Mhm. Ehrenamt, das ist schon was Besonderes, auch wenn jemand tätig ist im Ehrenamt. Und ehrenamtliche Mitglieder und Mitgliederinnen braucht man natürlich immer wieder, ganz egal in welchem Bereich, oder? Ja, das stimmt. Also ohne das Ehrenamt wäre das gar nicht möglich. Das ist eine ganz wichtige Säule in unserem Sozialbereich. Vor allen Dingen zur Unterstützung der Pflege, wo wir im Moment gerade einen Notstand eben haben. Sind Ehrenamtliche unerlässlich. Ja. Zum Beispiel Essen auf Rädern wäre ohne unsere Ehrenamtlichen gar nicht möglich. Ja, ja, genau. Das weiß ich. Ehrenamt, das kann ja jeder machen. Da braucht man keine Voraussetzung dafür, oder? Beim Ehrenamt ist es so, da zählt wirklich dieser gute Wille. Mhm. Es ist jeder herzlich willkommen, der sich dazu in der Lage sieht und fit fühlt, bei uns eben mitzumachen. Wir haben ganz verschiedene Einsatzbereiche und wir freuen uns vor allen Dingen über jeden, der sich da engagieren will für das Gute. Du hast zwei Bereiche, die du sozusagen koordinieren musst. Das ist einmal der Sozialsprengel und das Seniorenheim. Was brauchen wir jetzt zum Beispiel? Essen auf Räderfahrer, denke ich mal, ist der Sozialsprengel. Was ist aber für Seniorenheim ehrenamtlich zu tun? Im Seniorenheim haben wir ganz viele unterschiedliche Bereiche. Da ist es zum Beispiel das Hauscafé, das Herzstück des Seniorenheimes ist, das sehr gerne besucht wird. Das wird rein von ehrenamtlichen Damen geführt. Ah ja? Ja, genau. Von Dienstag bis Sonntag, von 14 bis 17 Uhr. Die Damen, die wenden da ihre Zeit eben auf, um dieses Hauscafé zu betreiben und machen das rein ehrenamtlich. Dann haben wir im Seniorenheim die Besuchsdienste, die von Ehrenamtlichen übernommen werden. Das heißt, mal ein Spaziergang mit einem Bewohner und einer Bewohnerin, Karten spielen, einfach ein gutes Gespräch zu führen, einfach Zeit für die Bewohner zu haben, sich Zeit zu nehmen und einfach mal zuzuhören. Das sind Bereiche, die Pflege gerne übernehmen würde, aber wo die Zeit einfach eben fehlt. Und deshalb finde ich das ganz toll, wenn es eben Leute gibt, die sich da ehrenamtlich engagieren und eben solche Dienste übernehmen. Und es entstehen auch wirklich ganz tolle Freundschaften daraus. Das höre ich immer wieder von meinen Ehrenamtlichen. Ja. Sozialsprengel, Essen auf Räder, Fahrer oder Fahrerin, was muss man denn da können, außer Autofahren? Ja, man muss nicht unbedingt Auto fahren können. Ach so, nicht einmal das? Nein, wir haben jeden Tag, also unser Essen auf Räder-Team, das ist so, dass wir wirklich 24/7, also wir arbeiten an allen Tagen, auch an Sonn- und Feiertagen. Ja, klar. Und wir haben immer ein Team aus zwei Personen bestehend. Mhm. Das ist einmal der Fahrer oder die Fahrerin und der Träger oder die Trägerin. Ah ja? Genau, und das ist ein Zusammenspiel von beiden, dass sie da gut koordinieren und dieses Essen eben den
betagten Leuten eben nach Hause bringen. Es ist auch immer wieder ganz toll. Ich selbst habe auch schon Dienste übernommen, ehrenamtlich. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn man dort läutet, die Tür geht auf und ein freudestrahlender Senior nimmt das Essen entgegen und ist ganz dankbar dafür, dass er eben eine warme Mahlzeit bekommt. Und haben die Ehrenamtlichen auch ein bisschen Zeit, ein bisschen mit dem zu plaudern? Oder muss das alles immer streng nach Vorschrift, zack, zack, das Essen und dann geht es schon wieder weiter? Oder hat man schon ein paar Minuten auch zum Sprechen? Naja, man hat, also die meisten nehmen sich schon die Zeit zu fragen, wie geht's dir denn? Und einen schönen Tag zu wünschen. Und allein das ist für die Personen schon oft ganz schön. Leider ist es die Zeit schon sehr begrenzt, weil wir stoßen an unsere Kapazitäten. Da muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist immer mehr Bedarf, die Nachfrage ist groß. Ja. Und von dem her haben wir dann teilweise ja bis zu 60 Essen am Tag, die dieses Team eben auch sozusagen in die Haushalte bringt. Ja, das ist schon sehr viel, gell? Sozialsprengel sonst noch Ehrenamt? Hausbesuche oder sowas? Das Seniorenwandern wird zum Beispiel von Ehrenamtlichen geführt. Genau. Ja. Unsere Ehrenamtlichen beim Seniorenwandern, die gehen die Touren davor ab, die schauen, was ist möglich, wo können wir einkehren. Von dem her, das ist immer donnerstags, alle zwei Wochen, da sind alle Seniorinnen und Senioren aus der Bevölkerung herzlich dazu eingeladen. Egal, bei welchem Wetter? Nein, es ist eigentlich schon bei beständigem Wetter. Wenn es Schusterbumm regnet, dann bleiben wir lieber zu Hause, oder? Genau, dann wird es leider abgesagt. Aber jetzt, das findet immer noch jeden Donnerstag, jeden zweiten Donnerstag statt, bis zum November. Genau. Wenn man hört Ehrenamtskoordination, was sind denn da deine Aufgaben? Meine Aufgaben, die sind ganz vielseitig. Ja. Ich habe die große Ehre, dass ich eben diese Stelle, dass die mir zuteil geworden ist. Ich gehe sehr gerne arbeiten, ich bin sehr glücklich damit und es ist das, ich darf einfach ganz viel die Ehrenamtlichen betreuen. Das heißt, es gibt bei uns regelmäßig Stammtische, wo wir zusammenkommen, darüber reden, was gerade so eben läuft, welche Termine das anstehen. Das ist vor allen Dingen im Seniorenheim. Ich habe so verschiedene Veranstaltungen, die ich mitbetreue, wo eben auch Ehrenamtliche im Einsatz sind. Das ist ganz eine tolle Sache, weil ich habe zum Beispiel sehr musikalische Ehrenamtliche, wo wir dann einen Musiknachmittag für die Bewohnerinnen im Seniorenheim eben gestalten, wo ich eben auch mit dabei sein darf und eben das Ganze organisiere. Und vor allen Dingen ist es auch meine Hauptaufgabe, eben auch neue Ehrenamtliche zu gewinnen. Und da haben wir eben auch heuer schon ganz große Projekte gestartet, sodass uns das eben laufend gelingt, eben weiterlaufen zu lassen. Zum Beispiel ein Projekt? Wir haben heuer ein ganz ein tolles Projekt mit dem Freiwilligenzentrum Kitzbüheler Alpen gemeinsam gehabt, wo die Michaela vom Freiwilligenzentrum und ich uns ein Projekt einfallen haben lassen. Es hat Post für dich geheißen, ein Postkartenprojekt. Wir haben drei verschiedene Postkarten entwickelt und diese dann zu den Freiwilligentagen, die im April stattgefunden haben, in der Bahnhofstraße an die Personen eben verteilt. Und es waren Postkarten, wo so Sprüche drauf gestanden sind, die man sich an den Kühlschrank eben heftet. Wir wollten etwas haben, dass die Leute den Flyer nicht einfach in den Müll werfen, sondern etwas, was sichtbar bleibt. Ja. Genau, aber mit uns eben auch in Erinnerung sozusagen der Menschen, in der Köpfe der Menschen bleibt, genau. Das ist ein vergangenes Projekt. Was steht an? Ja, also meine Tätigkeit ist wirklich sehr, sehr vielseitig und sehr aufregend und von dem her freue ich mich auf ein großes Projekt beim Weihnachtsmarkt in Wörgl. Dieses Projekt heißt Zeitschenkbaum. Und ich darf noch nicht so viel verraten, aber wir haben eben einen Baum, den wollen wir aufstellen beim Weihnachtsmarkt mit Wünschen der Seniorinnen und Senioren des Seniorenheimes und eben auch des Sozialsprengels, sodass sich die Bevölkerung Wünsche von diesem Baum eben nehmen kann, genau, und diese erfüllen kann, ja, genau, und sich dann direkt an mich wendet, um diese zu erfüllen. Ich mache das zum Beispiel immer zu meinen Geburtstagen. Ich wünsche mir nichts außer Zeit. Das ist das Allerwichtigste. Ja, weil es hat ja fast keiner mehr Zeit. Ja. Die Zeit ist so schnelllebig geworden und vor allem, ich glaube auch die Bewohner und Bewohnerinnen vom Seniorenheim oder alle, die beim Sozialsprengel sozusagen mitbetreut werden,
die wünschen sich auch mehr Zeit, weil viele sind, glaube ich, alleine auch und wünschen sich gerade mal ein bisschen Ansprache. Wäre da zum Beispiel etwas, wenn man so Lesenachmittage macht, oder? Oder so genau. Mal ein Märchen spielt für Senioren und Seniorinnen. Das sind doch auch so Ideen, oder? Die man dann ausbauen kann. Das wäre schon eine Spitzenidee. Lilly, du bist herzlich willkommen bei uns. Noch mehr geht nicht. Also wir suchen wirklich Ehrenamtliche, die sich da engagieren wollen. Und das Ehrenamt ist eben so vielseitig, eine tolle Idee von dir. Und so ist es auch bei den Ehrenamtlichen im Seniorenheim. Mhm. Die können auch mit ihren eigenen Ideen kommen. Wir haben zum Beispiel eine Handarbeitsgruppe, die von einer Ehrenamtlichen geführt wird. Oder eine Gedächtnistraininggruppe. Mhm. Oder eben auch eben Musikgruppen. Ja. Und da ist jede Idee wirklich herzlich willkommen. Falls sich da jemand dazu berufen fühlt, dann bitte gerne melden. Man sieht, du, wenn du sprichst, dann glänzen deine Augen. Also du bist so mit Begeisterung bei diesen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Hast du diese soziale Ader schon immer gehabt oder ist die einfach mit der Zeit gekommen? Wie schaut denn deine Laufbahn aus? Mal Schule, denk hier mal. Und was hast du dann gemacht, dass du genau diesen Weg jetzt gefunden hast, da wo du jetzt bist? Ja, das war wirklich eine glückliche Fügung. Aber vielen Dank. Ja, es ist auch in mir diese Freude, die ich jeden Tag eben verspüre, wenn ich eben mit den Ehrenamtlichen arbeiten darf und eben für den guten Zweck, für die gute Sache arbeiten darf. Meine Laufbahn, ja, der Sozialbereich, der ist eigentlich schon immer in mir gesteckt, das kann man so sagen. Ich habe mit der Kindergärtnerinnen-Schule begonnen, habe dann aber doch so das Gefühl gehabt, nein, doch ins Büro, das Verwaltungstechnische, die Organisation, die liegt mir auch so sehr. War dann einige Jahre Standesbeamtin in Kufstein. Aha. Wo ich auch viel eben... Viele Menschen glücklich gemacht hast. Ja, und eben auch viel mit Menschen in Kontakt gekommen bin, genau. Und ja, schlussendlich, über all die Jahre, bin ich jetzt eben in der Ehrenamtskoordination. Und toll. Es ist wirklich eine Erfüllung, muss ich sagen. Wenn man jetzt ehrenamtlich was tun möchte, wo kann ich mich hinwenden? Am besten direkt bei mir telefonisch melden. Die Telefonnummer findet man bei uns auf der Stadt-Homepage. Genau. Oder über die Facebook-Seite Ehrenamt Würgl. Da kann man am besten direkt Kontakt aufnehmen. Ansonsten gerne in der Fritz-Atzel-Straße 6. Da ist mein Büro im Sozialsprengelgebäude. Da bin ich vormittags zu finden. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Grazia. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir das Ehrenamt ein bisschen hochleben lassen konnten und vielleicht der eine oder andere sich jetzt sagt, ah, da möchte ich jetzt einmal mithelfen, in Würgl ehrenamtlich was zu tun. Ich wünsche dir toi, 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 auch für deinen Wunschbaum für Weihnachten. Vielen Dank. Und ich freue mich auf ein Wiederhören. Servus. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Das waren die Würgl.fm Sozialgespräche. Menschen, Geschichten, Veränderung.